TV Supercup hinter den Kulissen. Wir blicken für euch Backstage, exklusiv dort, wo die Spieler sich umziehen, wo die letzten Anweisungen gesprochen werden und wo der Trainer nochmal eine Kabinenpredigt hält. Da schauen wir jetzt mal rein. Viel Spaß. Was sagt der Trainer vorher noch? Irgendwelche besonderen Schlachtrufe? Gibt es eine Kabinenpredigt? Wird irgendwas vorbereitet? Nee, einmal kurz die Taktik noch besprochen und wer spielt. Wie ist die Taktik für heute Abend? Gewinnen. Ja. Okay, vielen Dank. Wir schauen mal weiter. Der grinst mich auch hier schon an. Nicht weglaufen. Was wird das Besondere am Supercup? Warum ist es hier so toll zu spielen unter der Atmosphäre? Ja, ich glaube einfach, der ganze Rasterdom macht das einfach aus. Hier sind 2.500 Leute circa. Jeder unterstützt seine Mannschaft tierisch. Dinklage, Gutenblock, Euting, Gutenblock, Lohne sind 1.000 Fans da. Das ist einfach eine coole Kulisse, vor der man spielen kann. Und umso mehr Spaß macht es dann halt auch. Und mal ganz ehrlich, wir haben es vorhin gesehen, der Einlauf der Spieler, das war schon was Besonderes, oder? Ja, das hat man ja nicht alle Tage, ne? Sonst läuft man da ein bisschen ein, sagt einmal kurz Hallo, aber jetzt hier wird man mal einen gefeiert. Ist ganz cool. Ja, und was der Trainer so sagt, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn die Jungs werden schon mal eingeschworen von ihrem Trainer und wir sind mal exklusiv dabei und schauen mal, was der Trainer zu sagen hat. So Jungs, das ist heute Abend hier euer Abend, ja? Zeigt, was ihr drauf habt, hä? Brust raus und denkt nach vorne. Hä? Und wenn ihr zusammenhaltet und alle zusammenarbeitet, dann holen wir den Pott hier heute nach Steinfeld, ist das klar? Okay, komm, raus jetzt hier! Ja, wir sind im Fanblock von TV Dinklage. Hier ist richtig was los. Wen habe ich denn neben mir? Linda Schwermann. Linda, OVO Supercup, was ist das Besondere daran? Ja, natürlich die atemberaubende Choreografie vom TV Dinklage. Und ich finde, dass sich der Eike da heute besonders viel Mühe gegeben hat, besonders indem er die Spieler alle so toll dargestellt hat. Es war ein richtiges Kunstwerk. Also ich finde, man sollte da gleich einen Kunstpreis verleihen. Ja. Bin überhaupt nicht überteilt jetzt. Jetzt mal unter uns, welcher Spieler ist denn so der Favorit bei dir heute? Steffen Espelage. Okay, vielen Dank. Bitte. 31 Jahre OV Supercup und seit 2 Jahren im Rasterdom hier an der Pariser Straße. Neben mir Sportchef Flanny Schlümmer. Flanny, was ist das Besondere am OV Supercup? Was macht das Besondere hier aus? Ja, es ist eine verrückte Sache eigentlich geworden. Wir sind vor 31 Jahren sind wir angefangen. Da habe ich noch selbst mitgespielt in der Betriebsmannschaft, OV-Betriebsmannschaft. Wir sind nicht Letzter geworden. Das war ein spontanes Turnier und heute zum dritten Mal hintereinander im Vorverkauf, Ausverkauf. Das ist eigentlich, kann man das keinem vermitteln, aber das ist halt ein Eventturnier geworden. Viele sagen, es ist ein Selbstläufer, aber ich sag mal, von alleine und von selbst läuft gar nichts. Man muss schon noch was für tun. Aber wir haben hier auch optimale Bedingungen. Wir haben die Blöcke und die Vereine spielen da mit. Die präsentieren sich in ihren Blöcken, den Verkauf machen in Eigenregie. Und daher ist auch viel Stimmung da. Die Vereine präsentieren sich. Und deshalb auch diese gute Stimmung hier momentan. Wir können heute lesen in der OV auf mehreren Sonderseiten, wo SGH tätig geworden ist. Ich konnte schon einen Blick drauf werfen und ich bin überwältigt, wie viele Aktionen doch wieder mit dem SGH-Geld auf den Weg gebracht werden konnte. Eine Besonderheit dieses Jahr, was aus den SGH-Mitteln gebaut worden ist. Es sind schon viele Gelder eingesammelt worden, insgesamt über 3,5 Millionen. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, das erste besondere Highlight, dass wir in Äthiopien über die Stiftung Menschen für Menschen eine eigene Schule bauen. Die Schule, unser Reporterkollege Volker Kläne war im letzten Jahr da. Die Schule besteht aus 4 Komplexen mit jeweils 4 Klassenräumen, also insgesamt 16 Klassenräumen. Das ist für 1.500 Schülern gedacht. Und wir hatten im letzten Jahr schon 177.000 Euro dafür angespart, vorfinanziert. Und in diesem Jahr gehen wir fest davon aus, dass wir das auch zu Ende finanzieren können. Flanny, vielen Dank. Ich hoffe, du bist noch lange Jahre dabei und wir haben auch nächstes Jahr hier einen Supercup, 32. Supercup, nächstes Jahr 2016. Euch David, du weißt ja schon, wie alt ich bin, ja? Mit deinen langen Jahren, das ist was anderes, ja? 31. Supercup 2015. Wir haben tolle Spiele gesehen. Fairplay bei allen Spielern und allen Teams. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in 2016. Und bleibt uns treu.